Ein herzliches Willkommen hier zurück zum dritten Cup-Match. Und es geht wieder zurück zu Bundesliga gegen zweite Liga. Und zwar zum FV Mattersburg, der auf Rang 7 liegt, gegen Wisla Krakau, die auf Rang 5 liegen. Wir spielen hier im Burgenland. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, Mattersburg ist ja schon quasi fast zweite Liga. Naja, siebter. Sind noch 5 Plätze dazwischen. Ah, stimmt, 12er Liga. Oh. Oh, was war das? Na, ein Bundesligist ist schon ausgeschieden. Einer weiter. Genau, einer weiter mit dem Lask. Ah, Kartenpass. Jetzt habe ich darauf aufgewartet, ob ein Pfiff kommt oder nicht, aber der wäre ein bisschen billig gewesen. Oh. Ah, das war einer Pressball. Ja klar, wenn man beim eigenen Verein noch ein bisschen mehr. Was Ending zeigen kann in dem Match. Oh. Ja! Kein Mann. Das habe ich befürchtet. Ja, jetzt muss umgestellt werden bei Mattersburg, ganz klar. Ja. So früh schon eine Karte und einen Platzverweis, das ist natürlich bitter. Und es trifft Perlak. Limaps. Keinen guten Freistoß. Schöner Pass. Alter. Ja, und jetzt gibt es einen Vetter. Und vielleicht die Rote Karte auf der anderen Seite. Ja. Ja, die Partie nimmt Farbe an. Ja. Die Partie gewinnt Farbe. Na gut, Jano gegen Bucherlik. Oder Bürger gegen Bucherlik. Oh shit. Oh. Ja, ja, ja. Ja. Man. Hast du vorhin schon anmelden können? Nein, hab ich nicht. Ich hätte eh nichts gemacht. Rennen wir nochmal um. War ja keine Pause dazwischen. Ach so. Weil es ja gleich noch 11 Meter weitergegangen. Ja, stimmt. Na, ich dachte, dass vor dem Elfmeter noch ist. Na, geht nicht. Bei einem Elfmeter darfst du nicht drücken. Ah, okay. Weil war ja ein bisschen, was ich, wegen Stress und so. Stimmt. So, ja, Umstellarbeiten bei Wisla Krakau. Und das ist natürlich für beide Mannschaften extrem bitter, auch wegen der Fitness, muss man sagen.
mein Gott. Oh Gott sei Dank habe ich den nicht erwischt. So wollte ich den nicht erwischen. Ja, okay, Salomon spielt wieder zurück. Oh. Guter Seitenwechsel. Ah, viel zu lang zögert. Und nächste Chance, Lecky. Ja, viel zu harmlos, was der Mattersburg hier abliefert. Oh, der Pass war schön. Oh. Nein, er geht viel über die Seite von ihm. Auch eine rote Karte. Schöner Pressball. Oh. Absatz. Leider. Das war genau der Stolperer, den er hatte. Ja, dachte ich mir. Ja, jetzt natürlich noch mehr ein kampfbetonteres Spiel als vorher auch. Oh, der war super. Die waren besser. Ja, der Bürger ist leider nicht der schnellste. Wenn ich da jetzt einen gehabt hätte mit ein bisschen mehr Speed. Aber dafür muss man sagen, andere fliegen gleich. Er hat zweimal noch sich da fangen. Das wäre nur ein Verteidiger gewesen oder zwei Verteidiger. Ja. Ja, meiner ist keinen Kopfball macht. Das habe ich ihn leider runtergegeben. Dass ich andere Attribute. Puh. Ist die Frage, wer sich hier mehr in die Halbzeit rettet. Na, kein Schuss aufs Tor. Na gut, Wechsel gibt es auf jeden Fall einen. Deswegen. Was? Ah. Deswegen war ich so offen auf der einen Seite. Na, das ist, weil ich durchgespielt habe. Na gut, zweite Halbzeit. Oh. Nein! Oh mein Gott. Schön durchgesetzt, Enning.
Oh, jetzt geht der weg. Jetzt. Schön Borgerslam. Wo ich glaube ich besser fand, hätte ihn der andere genommen. Oh, Guzman! Oh. Da war ich überrascht, dass er ihn genau vor die Beine fällt. Ah, oh, das war echt nicht so gut. Nein! Ja! Alter! Der will ihn noch schön an. Na, das packe ich nicht, Alter. Beschiss bin haben wir noch nie gekriegt. Oh, schön. Oh, je, je. Ah, schön gestoppt. Oh, aber das war ja nix. Ich dachte, die rennen besser mit. Nein! Oh mein Gott! Finn Borgerson. Ja, derweil nutzt das 0-0 eigentlich nur Mattersburg was. Oder spielen wir in Krakau? Nein, wir spielen. Ah, Mattersburg. Oh, was war das? Danke. Oh, was war das? Ah? Alter. Ah, ich war so. In dem Match bin ich oft überrascht. Ich auch. Naja, gut. Probieren wir es. Achso, ich habe ja schon zwei. Dann probieren wir das anders. Und du könntest eigentlich von der Seite auch gut reinziehen. Machen wir das anders. Probieren wir das so ist. Kein Risiko mehr. Oh. Das war ein richtiger Renner. Na jetzt merkt auch eben schon mit Fitnessproblem. Hat man jetzt taktisch umgestellt.
Oh. Oh, schade. Einfach nur mal weg. Alter. Schade. Gelb gibt es auf jeden Fall. Ja, verdient natürlich. Oh, shit. Was? Linke verletzt. Ein Grund mehr, ihn gleich anzuspielen. Also die Fitness tot, aber wir retten uns trotzdem ins nächste Spiel. Ja, wir beide. Beide Mannschaften eigentlich. Jetzt die Highlights und dann geht's gleich weiter, ohne dass ich eine falsche Mannschaft nehme. Wollte ich jetzt gerade so sagen. Ja, ich bin gespannt, welche Highlights hier kommen. Ja, natürlich die Fouls, die Ausschlüsse auf jeden Fall. Ja, leider. Die Fitness hat zum Schluss vielleicht noch gefehlt. Bei beiden, dass da einer den Konter. Ja, Gruber, muss man ehrlich sagen, der hat den Matchball gehabt. Ja, auch da wäre er kopfballstark. Ja, falls auf beiden Seiten. Die gab es genug. Na gut, 0 zu 0. Und es geht gleich weiter. Es geht nach Krakau. Man muss sagen, eigentlich alle drei Matches knapp. Bislang. Bis auf Match 2.2. Ja, aber sind wir auch in die Verlängerung gegangen? Aber dann war plötzlich Mattersburg. Mattersburg, da war ich drüber. Lask, last second nicht. Moment, so. Mach mal so. Ja, klar, jetzt ist wichtig. Krakau jetzt natürlich aufpassen muss beim Tor bekommen. Ja, wenn Gruber den Ball nicht angenommen hätte, sondern probiert hätte gleich zu schießen, das war die beste Chance auf Mattersburgs Seite. Aber der darf man jetzt nicht nachweinen. Oh. Na gut. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ohne Worte. Der Captain bringt sein Team in Führung. Ja, unnötiger Spielzug von Mattersburg.
Oh, not perfect. Schade. Boah, das ist alles offen. Poguski. Ja, nach 10 Minuten steht die Abwehr der Mattersburger noch nicht so ganz rund. Alter, das gibt's ja nicht. 2-0. Ah, das war falsch. Diesmal für INPs auf Ondrasek. So wollte ich das ja nicht machen. Ja, Probleme in der Defensive bei den Mattersburgern. Da ist viel Freiraum zum Spielen. Und wieder. Alter, das gibt's ja nicht. Ups. Aber wichtig. Oh, da gewinnt sie überhaupt einmal irgendeinen Scheißball. Die gewinnen nichts mehr, die gewinnen keine scheiß Zweikämpfe, Alter. Ja, lass dich fallen, Alter, hast du recht. Ah. Schade, den hat er nicht gut angenommen. Schön. Ja, aber defensiv steht wieder. Jetzt muss ich Mattes wohl noch ein bisschen fangen. Ja, und wieder Fehler. Und wieder muss Kuster ausbaden. Oh, schön. Ja, mal wieder ein Lebenszeichen. Hätte er vielleicht noch ein bisschen Zeit gehabt.
haben wir schon. Salomon. Verkürzt auf 1 zu 2, fordert. Ja, ein bisschen Glück dabei, dass er den Ball hier noch so rein kriegt. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes. Oh. So. Der Pausenstand. Das war wichtig. Ja, die ersten 20 Minuten die Defensive der Mattersburger sehr unkonzentriert, nicht wachsam. Ja, wie soll man sagen? Nicht so kompakt auf jeden Fall wie im ersten Spiel. Das hat Krakau natürlich genutzt, die gleich von Anfang an eben ein frühes Tor schießen wollten. Dadurch natürlich gleich voll drauf gepresst hat. Gut. Ending mit dem Kopfball. Uff. Oh, da war schön der Pass auf Becky. Yes. Ja, das muss er geben. Das muss er geben. Das erste nicht, aber das zweite, das muss jetzt sein. Na gut, wie im ersten Spiel auch jetzt wieder ein Elfmeter, den Jano tritt und ihn verwandelt. Somit ist Mattersburg wieder im Spiel. Weiter. Ja, sogar weiter. Im derzeitigen Stand weiter sogar. Und das wird jetzt noch eine Schlacht werden. Wir haben von Jana aufgepasst. Wieder Jana. Alter. So, schon ein bisschen mehr halten. Alter.
Eckball, oder? Doch, Abstoß, ja. Doch, Abstoß. Oh, so ist auch nicht bisher. Ah. Oh, sowas auch nicht. Und Finn Bogason. Das war aber schon sehr hoch, das Bein, muss man sagen. Was gleich, ob es das in FIFA gibt, Holzbahn. Ja, aber interessant zu wissen eigentlich. Ja. Ja, also jetzt somit derzeit der Wiesler weiter. Okay, hat mal irgendwas falsch gestellt gehabt. Und wieder Finn Bogason. Der krönt sich hier mit einem Doppelpack. So, 10 Minuten sind es noch auf der Uhr. Ja, die Heimstärke, die hat hier sicherlich auch den Ausschlag gegeben. Alter. Oh, da nicht so schön.
Ja, im Endeffekt waren es dann doch die zwei Tore, die den Ausschlag gegeben haben, die am Anfang so blitzartig gemacht wurden. Ah. So, bravo, Wiesla. Wiesla, er kämpft sich eine Runde weiter. Und die Wiesla-Fans wollen das anscheinend nicht sehen. Ja, Alfred Finnbogason haben zwei Versuche, zwei Treffer, das ist eine gute Statistik. Ja, die ersten 20 Minuten und die letzten 20 Minuten hat ein bisschen verschlafen, Mattersburg. Da sieht man das erste Saisontor von Endings. Kaptor. Ja, beides. Ja, da Kuster knapp nicht dran gewesen an unserer 6. Sonst Kuster kann man wenig zuschreiben, hat viel gehalten, gut gehalten. Seine Hintermänner haben halt nicht die Leistung gebracht, die sie hätten bringen sollen. Tja, das leider nicht. Ich hab ein bisschen ein Abwehrfehler, sage ich einmal. Hier durfte Mattersburg noch kurzzeitig hoffen. Hier die schöne Flanke. Auch dann hinein. Ja, interessant zu wissen, weil das war eigentlich hoher Fuß. Na, aber ich schätze, dann wird es nicht geben. Ja. Sonst hat es wahrscheinlich abgefangen. Finde ich ein bisschen blöd, so wie das Rennen sich gibt in FIFA. Das verstehe ich nicht ganz. Das kann es reinstellen. Nicht gibt. Ja, aber nicht online. Ach so. Oder? Online müsste ich nicht, dass du es anschauen kannst. Okay. Und er fliegt. Ja, trotzdem schönes Match, torreich. Gratulation an Wisla Krakau. Und ich verabschiede mich hiermit. Ja, ich auch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao. Ciao.